So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Dawn of Man. Wir machen weiter und zwar willkommen in der Eisenzeit. Sehr gut. Das heißt, wir können weiteres abbauen. Wir gehen kurz auf Metalligierung. So, und die Eisenmine. Wir können Eisen abbauen. Was haben wir hier? Den Rennfeuerofen. Der schaut dann so aus. Sieht man das gut? Ja, so sieht man das gut. So, von denen werden wir jetzt da auch einmal ein paar bauen. Schauen wir mal, wie viele. Würde ich sagen, vier würden sogar reichen, glaube ich. So, machen wir mal das mal so. Wir bauen aber jetzt noch kein Eisen ab. Warum nicht? Wir werden das dann gleich wieder so machen, so wie bei denen da, dass eine nur Stahl herstellen. Nämlich wir können jetzt da dann langsam Stahl herstellen und die anderen werden dann das andere herstellen. Was auch immer das sein wird. Das werden wir dann alles dann sehen. Alles gut. So, hier wird fleißig gearbeitet. Ich hoffe, das wird alles verstaut hier. Ja, das mit der leichten Kleidung kriege ich nicht hin. Sie verwenden das Flachs für andere Sachen anscheinend. Wie schaut es denn da aus mit den Limits? Eh nur 5. 15 Schlitten, okay, gut. Die Schlitten können wir mal auf 20 erhöhen, würde ich einmal sagen. So, drei neue Leute sind da und. Ah, die sind schon fertig, Schatz. Wartet, darum kümmern wir uns gleich. Wir geben ihnen noch den Auftrag, hier weiter auszubauen. Bitte macht's das, damit mehr Leute kommen können. So, oh, es ist. Das hätte ich jetzt nicht machen sollen, nämlich es ist Herbst, aber ja, okay, gut. Wir haben ja eh die Ressourcen, von dem Punkt her passt das schon. Steinstall ist auch fertig. Der schaut jetzt da so aus. Vorher so, jetzt so. Gut, jetzt ist einmal Herbst. Das heißt, wir lassen das jetzt einmal so. Was wir allerdings machen können, ist bei den Tierlimits ein bisschen was zu erhöhen. Nämlich für 85 haben wir jetzt einmal Platz. Wir machen da mal was, 20, 40, 60, 80, 90. Okay, wir haben eh keine Eseln. Von dem Punkt her passt das. Da hat jeder mal Platz zum Schlafen. Wie schaut's da aus? Das tun wir gleich mal da priorisieren. Und das hier bitte auch. Macht's das schnell fertig. Nämlich sonst erfrieren die mir. Dann verstehe ich's, dass sie dann draußen erfrieren. Ne? Macht's das fertig. Wir haben ja eh die Ressourcen da. Wir haben genug da. Mehr als genug. So, wie viele Punkte brauchen wir eigentlich? 12. Boah, 12 Punkte brauchen wir da dafür. Damit wir uns da was Schönes machen können. Dafür brauchen wir 20 sogar. Stahlherstellung. Das ist das Erste, auf was wir sparen. Hm? Auf die 20 Punkte. Wie soll man denn die jetzt am schnellsten kriegen? Hm? Wie soll man denn das machen? Kann man das mal erklären? War besser spielen, gell? Naja, ich weiß. So, wir schauen mal ganz kurz auf der Händler, was er mit hat. Du hast Vieh mit, brauche ich nicht. Wolle brauche ich nicht. Ja, das kaufe ich dir mal ab. Das kaufe ich dir auch auf jeden Fall ab jetzt wieder. Und da haben wir Eisen. Na, soll man das Eisen schon kaufen? Ja, kaufen wir es halt einmal. Ist ja wurscht. So, 73 Punkte will er dafür. Was gebe ich dir? Getreide. Getreide haben wir jetzt wieder viel. Da können wir mal runtergehen auf 100. Nämlich Stroh haben wir ja auch genug für die Tiere. Von dem Punkt her passt das. Knochen, Knochen. Knochen natürlich. Und ich sage vielen Dank. Mach's gut. So. Hier kann man jetzt herstellen. Eisen und Stahl. Das heißt, hier nehmen wir den Stahl weg. Hier nehmen wir den Stahl weg. Das heißt, hier wird nur mal Eisen gemacht. Und hier wird das weg. Und das weg. Das schaut ziemlich cool aus. Passt auf. Schaut's. So wird das dann hergestellt. Aber sie können Stahl anscheinend herstellen. Zumindest habe ich das so eingegeben, dass sie jetzt da hier nur Stahl machen sollen, oder? Oder ah, da ist Eisen, okay. Hier ist Eisen.
Da ist Stahl. Da ist auch Stahl. Und da ist Eisen. Okay, gut, dann passt's. Dann passt's. Aber der macht jetzt Stahl? Kann das möglich sein? Nein, der macht auch Eisen. Okay, gut, vielleicht war das noch drinnen. Da sollte jetzt aber nichts mehr gemacht werden. Nur mal die zwei da, dass die da halt Eisenbahn halt herstellen. So, ist erfroren. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Aber stehen die schon? Ja, die stehen eh schon. Von dem Punkt her passt's eh. Gut, dann bauen wir da oben gleich weiter aus. Und zwar gleich alle. Ich weiß nicht. Na, machen wir mal die drei einmal nur zur Sicherheit. Hm? So. Dann haben wir das auch. Also, wir haben genug Platz auf jeden Fall für unsere neuen Leute, die kommen sollten. Das würde ich gerne noch aus Stein machen. Und es ist eh jetzt Frühling. Das heißt, verbessern auf Steinstelle. Einmal. Verbessern auf Steinstelle zweimal. Dann hier. Natürlich auch. Das sollten sie eigentlich schaffen. Bis zum... bis zum Herbst, wenn die Tiere wieder drinnen sind. So. Dann baut's mal alles ab. Und baut's das neu auf, hm? Würde ich jetzt einmal sagen. Aber wir sparen jetzt nicht natürlich auf die 20 da, sondern wir sparen auf das hier, auf die 12, damit wir unsere Verteidigung noch mehr verbessern können natürlich. So, da wird abgebaut. Sehr gut, gleich alles auf einmal. Hm. Ah, du kommst mir gerade ungelegen, ne? Alle nach vorne. Hier machen wir gleich mal zu. Da kommt die ganze Brut, sehr gut. Ja, da sind viele. Die schlagen da ein. Eieieiei, die brechen da durch. Ah, das war's auch schon. Okay, passt. Gut, 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 gut. Alles gut. Dann machen wir wieder auf. Das bauen wir einfach wieder dahin. Und bauen Defensive und Mauer. So, da bauen wir wieder zu. Und da machen wir wieder den Aussichtspunkt hin. So. So, als wäre nie etwas passiert, ha? Alles gut wieder. Belastbarkeit ist ja eh nicht so hoch. Frühling ist. Alles ist gut. Was macht ihr? Ihr baut's noch ab. Boom, das dauert lang. Aber das sollten sie schaffen. Wie gesagt, bis Herbst sollten sie das schaffen. Saturnin nehme ich einmal. Eisen hast wieder mit. Ja, dann nehme ich halt das Eisen da mit. Könntest du das ja gleich mal vorproduzieren, was wir dann haben, Hammer. Ja, ansonsten war es das. Gut, 15 Punkte. 15. Ala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 . Ah, nehmen wir Getreide, oder? Gehen wir in 15 Getreide dafür. Ich sage danke. Und mach's gut. Da kommt schon alles. Da hat uns brav mitnehmen. Sehr gut, Kupfer. Sehr, sehr brav. Meine Herrschaften. Lange Eisen mal 10. Wieder plus 1 Wissen. Top. Ja, jetzt geht's wieder langsam voran. So. Die Steine hier wurden auch weggemacht anscheinend. Sehr gut. Aber wir sollten ja noch genug am Vorrat haben. Arbeitsplatz, schauen wir ganz kurz. Ja, 10 Stück, das reicht. Ja, jetzt müssen sie viel bauen. Jetzt müssen sie die Ställe alle aufbauen. Natürlich. Was ist da? Da wird noch herumgeschustert. Und da oben, das tun wir mal priorisieren. Damit sie da mal alles hinbringen. Das ist jetzt einmal wichtiger, damit die eine Unterkunft haben. Jetzt ist einmal Sommer, jetzt reicht es einmal. Aber im Winter brauchen sie das. Das ist wichtig. Und da fehlt auch jetzt nicht so viel. Nämlich für den Stall brauche ich ja natürlich weitaus mehr Ressourcen. Händler ist da.
Was hast du mit? Ziegen brauche ich nicht, Hülsenfrüchte brauche ich nicht, du hast Steine mit. Alter, du hast Steine mit, ich nehme die Steine. Dafür kriegst du Wolle von mir, ha? Das erste Mal, glaube ich, dass er Steine mit hat. Kupfererz nehme ich dir auch ab. Dann Eisenerz nehme ich dir auch noch ab. Ja gut, runtergehen brauche ich ja nicht. Meine Werkzeuge gebe ich eh ungern her. Wolle kannst haben. Und zwei Knochen, würde ich sagen, ne? Knochen, da. Und ich sag danke. Ja, Fleisch geht jetzt wieder runter. Werden aber auch bald eine Lösung finden. So, baut's einmal oben, bitte. Die Wohnhäuser auf. Wieso habe ich keinen Stroh? Habe ich wirklich keinen Stroh mehr? Tatsächlich, ich habe keinen Stroh mehr. Eieiei. Eieiei. Aber es wird doch nicht abgeerntet. Es wird doch nicht abgeerntet. Wir müssen nur warten. Jetzt ist einmal Sommer. Vielleicht kommt noch ein Händler mit Stroh, das wäre gut. Könntest du mal die Steine dorthin bringen und die Stöcke, hä? Nämlich Stroh kriegen wir dann eh daraus. Machen wir dann vielleicht noch ein Feld. Nämlich Tiere werden es auch langsam viel und wir brauchen ein neues Jagdgebiet. Wie viele Jagdgebiete habe ich? Eh momentan nur eins, glaube ich. Nein, zwei sogar. Wie schaut's da aus? Da haben wir drei Leute drinnen. Dann gehen wir da mal fünf hin. Wie schaut's da aus? Da haben wir vier Leute drinnen. Dann machen wir da auch fünf. Das ist sogar im Jagdgebiet und sie jagen das aber nicht. Das verstehe ich nicht. Entweder kommt jetzt gleich eine große Fuhre oder ja. Wir warten einmal, würde ich sagen. Wir warten einmal ab. So. Habe ich hier unten auch ein Jagdgebiet? Ich glaube schon, gell? Da habe ich unten das Jagdgebiet, glaube ich, hingemacht. Wir machen da jetzt aber noch eins, sage ich. Ganz oben. Danke. Und das machen wir so hier. So. Und da gehen wir auch gleich fünf Leute hin. So. Sollte jetzt einmal passen. Die sollen sich selber drum kümmern. Ich möchte das nicht immer selber auswählen. Sondern sie sollen das selber. Sie sollen selber von automatisch runtergehen und das holen. Ohne dass ich ihnen das sage. So, da fehlt jetzt nur noch ein Stroh. Dann ist das auch schon. Da fehlt zwei Stroh. Ja, schaut gut aus. Die Steine kommen rein. Da wird aufgebaut. Super. Das heißt, der Stroh ist schon da. 13 Hammer, 14 Hammer. Steine gehen auch rauf. Die Steinställe sollten gleich fertig sein. Ein Sturm kommt, ja. Das ist schön für den Sturm, dass er kommt. Das stört mich aber nicht. So, nicht genügend Platz in Ställe für unsere Tiere. Warum? Es ist Herbst, um Gottes Willen. Alles ist gut. Es wird alles auf einmal aufgebaut, wie ihr seht. Ah, schaut euch das mit dem Konstrukt da, das ist gut. Ein Gerüst. Zemigma. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Okay. Aber es kommt, es steht alles anscheinend. Der wird noch gebaut, dann haben wir es. Dann macht es da oben gleich weiter. Hm? Schauen wir, dass wir neue Leute natürlich auch dazu kriegen. So, Herbst ist gleich vorbei, die Tiere kommen gleich rein, die ganzen Steinställe stehen, so wie ich es mir gedacht habe, dass sie das schaffen. So, Getreide haben wir genug, Stroh haben wir genug, wir sind eigentlich bereit für den Winter. Menschen halt. Wir brauchen halt noch für die Menschen noch die Unterkünfte. Ein Händler ist wieder da. Was hast du mit? Schwein brauche ich nicht, Getreide brauche ich eigentlich auch nicht. Mehl brauche ich auch nicht. Wolle brauche ich auch nicht. Kohle nehme ich. Ja, dann nehme ich das auch und das auch, aber komplett bitte. Das oben auch, danke. Jo, Eisen. Nehme ich doch auch gleich mit. Und das war's. Von dem können wir was verkaufen, oder?
Gehen wir mal runter bis 125. Weiter möchte ich jetzt nicht runtergehen. So, wir haben aber auf jeden Fall Wolle. Da ist sie schon. Und du kriegst noch einen Knochen. Ich sage vielen Dank. Mach's gut. So, da machen wir jetzt einmal die Priorität hoch, damit ihr euch darum kümmert als erstes. Nämlich jetzt ist Winter, jetzt kommen eh nur die kleinen Felder hier. Die Tiere haben alle eine Unterkunft. Ich habe jetzt Platz für 120 Tiere. 120 Tiere. Moment, da schauen wir gleich mal auf die Limits. 20, 40, 60, 80. 20, 40, 60, 80, 90 mit den Eseln. Gehen wir noch 10 Pferde da dazu. Sind 100. Ja, machen wir viel mehr. Wolle, auf jeden Fall Wolle. Und das hier. Machen wir so, dass wir mehr Wolle haben, mit dem wir halt mehr handeln können. Und Vieh ist natürlich das Wichtigste. Das gibt halt ordentlich viel Fleisch. Das ist auch gut. So, Arbeitsplatzgebiet erschöpft Stein. Das interessiert mich nicht. Davon haben wir eh noch genug. Ah, es geht wieder runter. Das Fleisch geht wieder runter. Aber das passt schon. So, wir werden jetzt einmal schauen, ob wir Pferde kriegen. Im Winter, glaube ich, ein bisschen schwer. Ah, sehr gut, aber das sieht man schon. Da machen sie. Sie gehen eh schon automatisch hin und holen, dass das passt. So, Pferde. Da haben wir Pferde. Das ist aber erwachsen, erwachsen, erwachsen. Ah, ich brauche kleine Pferde. Babypferde brauche ich. Damit die da zu mir kommen. Ha? Da unten waren eigentlich immer viele. Aha, da sind Ochsen, die holen wir uns auch gleich. So. Und so. Okay. Pferde. Da sind Pferde. Da haben wir Pferde, oder? Das sind Pferde. So, erwachsen, das interessiert mich nicht. So, das holen wir uns, das Pferd. Das wollen wir gerade jagen. Nö, das fangen wir bitte. Dann das hier auch bitte fangen. Danke. Und das auch nicht jagen, sondern fangen bitte. So. Bin gespannt, ob sie die alle kriegen. Ich gebe sie ihnen natürlich einmal als Aufgabe. Aufgabe. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Das passt. Lassen wir es einmal. So, Wolfsangriff. Da draußen ist schon weg. Okay. Und Marona wurde vom Wolf umgebracht. Schade. Mach's gut. Danke für deine Unterstützung hier auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall weit gekommen. Ich drehe gerne die Kamera so. Taugt mir. Und es schaut doch cool aus. Also, mir gefällt's. Gut, was ich da aufgebaut habe, das gefällt mir am besten. Das könnte man eigentlich noch mehr ausschmücken, aber da möchte ich noch die Banner haben. Wie viele Technologiepunkte haben wir eigentlich? 9. Ah, das dauert noch. Also, wir müssen jetzt wirklich sehr, sehr lange warten, bis wir diese Punkte da zusammenkriegen. Aber ich habe eigentlich, rein theoretisch, habe ich alles. Was, ein Vieh ist verhungert? Ich habe 20 Stroh und 109 Getreide. Kümmert euch drum, was ist da? Belastbarkeit ist bei 51. Was ist denn da los? Fleisch geht aber wieder rauf. Okay, wenigstens was. So, das haben wir alles aufgebaut, oder? Höher können wir das ja nicht aufbauen. 2, 4, 5. Da passen aber auch nicht mehr Leute rein, oder? Das ist auch schon fertig. Das ist top. So, wenn ich das Let's Play abschließe, wenn wir da jetzt nachschauen, Meilensteine. Ich möchte natürlich mit euch allen alles erreichen, was hier steht. Das Geheimnis des Stahls. Produziere 20 Einheiten Stahl, okay? Und Einsiedlung. Erreiche 150 Leute und baue ein Steinmal in deiner Siedlung. Das möchten wir auch natürlich noch erreichen. Also Stahl müssen wir noch herstellen. 150 Leute müssen wir erreichen. Und ein Steinmal müssen wir errichten. Das sollte dann eigentlich hinhauen. Also, das heißt, wir müssen auf jeden Fall mehr Wohnanlagen bauen. Der ist auch schon tot. Ein Händler ist wieder da. Wo ist der? Der liegt gleich daneben. So, der Händler. Schauen wir mal, was der mit hat. Ziegen brauche ich nicht. Getreide brauche ich nicht. Holz nehme ich mal.
So, schauen wir mal, was an Kupfer mit hat und sowas. Ja, Holzkohle hat er mit, das nehme ich auch. Das Eisenerz nehme ich auch gleich. Sonst noch irgendwas? Nö. So, wir haben 107 Leinen-Outfits. Ah, das wäre auch gut, aber das kostet halt ziemlich viel. Ah, okay. Du kriegst von mir. Ja, du kriegst von mir 39 Knochen. Ich glaube, die Knochen brauche ich gar nicht mehr. Wolle hätte ich ihn auch geben können, aber ja. Von dem Punkt her, das passt schon. Alles gut. Belastbarkeit ist bei 101. Das steigt schon ordentlich wieder an. Ich brauche neue Leute. Gut. Wir bauen neue Unterkünfte. Eine größere und beständiger Ort um den domestizierten Tieren. Nein. Ein rundes Steinhaus. Mehr wird da nicht erklärt. Okay, gut. So. So weit wie möglich runter, okay. Dann das gleich daneben. So, dann gleich nochmal daneben. Aber mit 1 Abstand. Okay, da kriege ich eh keins mehr hin. Das passt eigentlich eh. Dann machen wir die drei noch. Und dann war's das, würde ich einmal sagen. So, die tun auch, glaube ich, brav da herstellen. Ich glaube, das ist eh schon aufs Maximum, ja. Stahl oder was auch immer es ist. Ich glaube Eisen. Eisen ist auf 13. Von dem Punkt passt das. So, schauen wir mal ganz kurz, ob wir noch irgendwas bauen können. Schmiede können wir bauen. Metallschmied. Das ist, sind die vier, die ich da stehen habe. Genau. So, Schmiede. Wir bauen die Schmieden. Keine Ahnung. Bauen wir die gleich da rein. Nämlich da oben, wenn wir keinen Platz mehr haben. Oh ja, wenn wir es so hinstellen. Naja. Nein, eher nicht. Gut, dann stellen wir die da in die Mitte, würde ich sagen, ne? Bauen wir da mal. Ah, okay, das geht ziemlich weit runter da. Bauen wir da mal vier Schmieden her. Mit jeweils 1 Abstand, würde ich sagen. Ah, okay, gut, da ist das Lager davor. Das ist, wenn ich es umdrehe. Naja, dann würde es gehen. Sollte mir aber auch recht sein. Alles gut. Eins versetzt, komm, eins runter, jawohl. Und gleich hinbauen. So, jetzt haben wir da mal die vier Schmieden aufgestellt. Fleisch fällt und fällt, aber es haltet sich konstant. Irgendwie noch oben. Wir müssen jagen gehen. So, da haben wir Rinder. Versucht's die mal zu fangen, bitte. Und die großen, die jagen wir gleich mal. Tut mir extremst leid, aber ich brauch's, sonst schaffen wir das nicht. Da. Wie schaut's da hinten aus? Wie schaut's eigentlich mit Pferden aus? Drei Pferde habe ich, okay. Drei Pferde habe ich. 10 könnte ich, glaube ich, haben. Aber das will ich auch gar nicht. Die zwei Eseln halten sich auch die ganze Zeit aufrecht. Was haben wir da? Bison, oder? Jo, die jagen wir auch gleich. Und da haben wir Bären, oder? Ein normaler Bär. Die jagen wir auch gleich. So. Und wartet, da haben wir Esel noch. Nehmen wir uns die gleich mit, würde ich sagen. Na, danke. So, probiert es zu fangen. Und geht's jagen. Geht's jagen und baut meine Schmieden auf. Was soll ich Ihnen noch als Aufgabe geben? Das ist unglaublich. So, wir haben 10 Punkte. 12 brauchen wir, okay. So, wir warten wieder. 2 Punkte fehlen uns ja nur. Um Gottes Willen. Dann bauen wir unsere Befestigung bauen wir dann aus. Ja. Die halten da nicht lange stand. Ein Bärenangriff, der interessiert mich auch nicht. So, ein Händler ist wieder da. Ein Esel, nö, die sollten selber irgendwie kriegen. Das kriegen wir auch alles gleich wieder rein. Tannin kaufe ich einmal. Eisenerz kaufen wir auch gleich. Nämlich, wenn der Schmied unten ist, wird das gleich mal da. Werden die gleich loslegen, da zu produzieren. Da schaut's, Eisenaxt, Eisenschwert. Ah, das ist von den Räubern, nehme ich einmal an. Okay. 25 Punkte. 25 Punkte. Ah, ja, da. Natürlich. Und tschüss.
Mach's gut. Felder alle bestellt, alles schaut gut aus. Das Bison greift an, wird aber nicht lange überleben. Moment, was haben wir hier denn? Jagen bitte, geht's jagen. Schaut's, dass das Fleisch raufgeht. Pferde will ich ehrlich gesagt nicht jagen. Ich will nur gefährliche Tiere jagen. Da haben wir hinten auch noch ein paar. Hier. Die versuchen es zu fangen, okay. Die sind aber nicht weit weg, das ist gut. Was haben wir da? Ja, okay, gut, da wird auch schon gejagt. Gut, dann lassen wir das. Nein, das ist eine Eisenmine. Gut, weiter geht's. Es ist Anfang Sommer. Da wird abgeerntet, sehr gut, die Hülsenfrüchte. Die Tiere werden immer mehr da. Wahnsinn. Unglaublich. Ja, sie wissen gar nicht mal mehr, wohin mit den ganzen Ressourcen. Ich glaube, ich übertreibe es da ein bisschen, aber ja. So, was ist da? Mit den dreien. Haben wir schon wieder kein Holz? Ja, wir haben schon wieder kein Holz, natürlich. Aber da wächst es immer wieder nach. Belastbarkeit ist ja auch nicht so hoch. Geht's? Fällen bitte. Na, nimm's an. Das auch bitte, danke. Machen wir noch ein paar dazu. Org, das mit dem Holz ist extremst org. So, ich höre schon, wie sie da fleißig arbeiten. Sehr, sehr brav, der Falz. Und sie bringen es gleich runter. Sehr gut, okay. Händler ist wieder da. Was hast du mit? Pferde? Nö. Bier nehme ich aber. Den kommen sie auch nicht, glaube ich, hinterher. Müssten wir mal schauen. So, Holzkohle nehme ich auf jeden Fall. Kupfer nehme ich auch auf jeden Fall. So, Eisen nehme ich auch auf jeden Fall. Wahnsinn. Gut. 170. Wir haben wieder urviele Angeln. Wir geben mal die Angeln da weg. Auf 5 gehen wir da mal. Die Kosten, die sind vom Wert her sehr, sehr arg. Aber werden anscheinend nicht so viele produziert. Aha, schaut's. Das kostet nur noch 1 hier. Das heißt, die Produktion könnte man aufgeben von Kupfer. Das machen wir nicht. Machen wir das? Machen wir das nicht? Ich weiß es nicht. Kupfer. Stehen meine Schmieden schon? Nein, auch noch nicht. Okay. So, was habe ich gesagt? Das hier. All das Kupfer. All die Holzkohle. Alles. Nein. Hör auf. Gut. Dann das ganze Eisenerz. So, was haben wir noch? So, die Angeln haben wir gesagt. Da gehen wir mal runter bis auf 5. Somit haben wir da mal 120. Ja, die kosten halt nicht viel, aber ich gehe mal runter bis 10. Die könnten das eh... Naja, das ist jetzt aber auch ein bisschen... Wurscht. Ne, machen wir das. Da kriegst du auch noch ein paar Schwerter und da noch das dazu. Das passt. So, was braucht ihr da? Stroh. Haben wir kein Stroh mehr? Tatsächlich, wir haben schon wieder kein Stroh. Wo hast du gekämpft? Ah, du bist geflohen, oder was? Halt, stopp. Den fangen wir, den greifen wir an und den greifen wir auch an. Was haben wir hier? Der wird noch auseinandergenommen. Ansonsten soll es eigentlich passen. Gut, ab geht's, weiter, komm. Felder sind auf jeden Fall alle bestellt, das heißt, ich krieg das Stroh rein, das heißt, ja, Ende Herbst sollte das hier unten stehen einmal. Ja, Stroh fehlt mir halt. Stroh fehlt mir halt. Ah, jetzt kommt's rein, ein Sturm kommt, super. Das freut mich für den Sturm, bei mir ist gerade auch einer in Wien.
Falls es euch interessiert, ich glaube zwar nicht, aber ja. Und wir haben 11 Punkte. Einen den wir noch brauchen. Dann gehen wir auf das hier. Dann verbessern wir unsere Tore. Und unsere Holzplattformen verbessern wir auch. Und ich glaube, dass wir auch gleich unsere Wachtürme auch verbessern können. Die Aussichtstürme halt. Ah gut, es ist eher eine Mauer davor. Gut. Belastbarkeit ist ziemlich hoch, das ist eh normal. Da werden jetzt die drei Gebäude auch hingestellt. Sehr gut, das ist schon fertig. Gleich fertig, ist fertig. Und ist auch gleich fertig. Kommt, kommt, Burschen, macht's das. Jawohl, sehr gut. So, die Erbsen können wir nicht mehr nehmen, leider. Das machen sie leider nicht automatisch. So, und 4 neue Leute sind gleich einzogen. So, Schilde. Ovalschilde können wir jetzt herstellen. Ernsthaft? Nicht bei dir. Du bist das, glaube ich. Ja, genau, du bist das. Wie viele haben wir denn da jetzt schon? 10. Sehr gut. Die Produktion rennt auch schon bei den Ovalschilden. Was braucht man denn dafür eigentlich? Ah, okay. Flachs und Stöcke. Okay. Händler ist wieder da. Schauen wir mal, was er mit hat. Nein. Ja, nehme ich einmal. Brauchen wir dann eh noch zum Ausbauen. Auf jeden Fall. Ja, nehmen wir das auch noch mit. Ich glaube, das war's wieder. So, du kannst auf jeden Fall einmal da... Ja, das passt schon. Gehst mit 2 Pluspunkten haben. Und tschüss. Danke dir. Fleisch ist wieder oben. So, seid ihr fertig? Jawoll! So. 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3 und 4. Du bist nur für Waffen zuständig. Stahl- und Eisenschwerter. Und du machst nur das hier. Obwohl ich dir das auch noch aufgeben kann. Nämlich das ist das Wichtigste, finde ich. Die 2 Sachen hier. Die Stahlsichel und die Eisensichel. So, den Räuberangriff schauen wir uns noch an und dann machen wir... Boom, da sind viele! Und dann machen wir ein paar der Ende, würde ich sagen. Ab geht's. Rauf auf den Wall. Türen zu. Einmal hier. Und einmal hier. Ja, es sind nicht alle da. Der Turm ist gefallen. Die Mauer ist gefallen. Kämpft's. Schaut, wie sie alle hinstürmen. Okay, aber geschafft. Überlebt. Das ist das Wichtigste. So, auf. Auf. Bauen. Defensive Mauer. Bitte daher und Aussichtsturm da reinquetschen. Dankeschön. So, hier haben sie eh nichts kaputt gemacht, oder? Hier haben sie auch gekämpft, aber das schaut gut aus momentan. Ja, das passt alles. Ja, der hat sich eine Infektion zugefügt. So, ich glaube, das war's jetzt einmal für den Part. Das da hinten bauen sie jetzt eh auf. Ich drücke auf Pause und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler.